Vielen Dank, Bernd. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Christenverfolgung ist ein großes Thema weltweit, ein großes Thema, dem wir uns als AfD mit dem Einzug in den Bundestag, teilweise mit Forderungen auch schon vorher, aber als Fraktion hier gestellt haben, von Anfang an mit vielen, vielen Initiativen, die auf dieses Thema hinweisen. Und da haben wir auch sehr viel Echo von verschiedensten christlichen Gruppen in Deutschland bekommen und darüber hinaus. Und wir bringen dieses Thema ganz bewusst hier in der Weihnachtszeit, weil es die Zeit ist des Nachdenkens, obwohl wir genug Probleme haben, jeder in seinen Familien mit diesen Corona-Regeln und allem. Es gibt noch schwerwiegendere Probleme, es gibt deutlich schwerwiegendere Probleme, und wir haben ganz bewusst aus der Vielzahl der Länder, in denen starke Christenverfolgung herrscht, haben wir zwei wesentliche Staaten herausgegriffen, einmal eben in Asien und einmal in Afrika, weil beide Länder auch eine hohe weltpolitische Bedeutung haben. Zu Nigeria brauche ich, glaube ich, im Groben gar nicht so viel zu sagen, weil Boko Haram ist als eine Terrororganisation mit islamischem Hintergrund weltweit bekannt, und zum Glück wird immer mal wieder auch darüber, über die Schreckenstaten dieser Organisation berichtet. Es ist aktuell ja wieder, dass es jetzt jetzt geht es um junge Männer, Buben, Jungs, die da in Gefahr sind aktuell, wo man jetzt von Entführung und Ähnlichem ausgehen kann. Wir haben den Grobkonflikt in Nigeria, dass Nigeria überwiegend immer ein christliches Land war, das im Norden allerdings eine sehr starke islamische Minderheit hat. Das ist nun mal diese Grenzsituation Richtung Nordafrika, wo dann eben, und diese Situation hat sich immer weiter verschärft. Wir haben einen starken Geburtenwachstum der Muslime in Nigeria, und wir haben eine Aggression, die zunimmt. Und wir haben typischerweise im Norden, wie in anderen Teilen Nigerias, haben wir eine Auseinandersetzung zwischen überwiegend christlich geprägten Bauern und sogenannten Hirtenvölkern, die sehr aggressiv unterwegs sind, die islamisch geprägt sind. Da verbinden sich ethnische Konflikte mit aggressivem Islam. Und durch die Regierung in Nigeria wird dagegen wenig unternommen. Der Präsident ist jetzt ein Moslem, und dieser tut nichts zur Verfolgung von schwersten Verbrechen gegen Christen. Und wir sagen ganz klar, hier muss die Bundesregierung, hier muss die deutsche Politik auch klare Schlussfolgerungen ziehen. Zweites Thema, und das ist eigentlich das Kerngebiet, was wir hier bewusst in den Mittelpunkt rücken wollen, das ist das große Land Pakistan in Zentralasien. Pakistan mit rund 200 Millionen Menschen hat eine christliche Minderheit von 4 Millionen, und Pakistan ist ist in vielerlei Hinsicht bei manchen Insidern bekannt als das Land, von dem Terrorismus ausgeht. Bei anderen ist es bekannt als das Land, wo Asia Bibi schwerst verfolgt wurde. Und Asia Bibi steht für eine typische Situation, dass Christen in Pakistan mit übelsten Mitteln malträtiert werden. Und die Abkehr vom Islam wird in kaum einem Land so massiv verfolgt wie in Pakistan. Und wenn das nicht von Seiten des Staates passiert, dann passiert es von Seiten der sogenannten Zivilgesellschaft. Ich benutze bewusst diesen Begriff Zivilgesellschaft, weil er immer gerne verklärend in der deutschen Politik benutzt wird für alles mögliche Gute auf der Welt, wo angeblich eine Regierung schlecht sei, aber die Zivilgesellschaft sei gut. In Pakistan ist das Risiko einer vernünftigen Regierung, muss man mal jetzt realpolitisch sehen, die versucht, gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen, das Risiko einer solchen Regierung ist, dass es von der brutalen, islamistisch geprägten Zivilgesellschaft weggedrängt wird, bekämpft werden wird, sobald man für die Rechte der sogenannten Ungläubigen, der Nicht-Moslems eintritt. Und Pakistan ist eben ein klassischer Fall, wo eine Regierung und die Justizbehörden
zu wenig dagegen unternehmen, dass übelste Pogrome gegen Christen und gegen Hindus immer wieder stattfinden. Zwangsverheiratungen in Tausenden von christlichen und Hindu-Mädchen, die stattfinden, mit islamischen Männern. Alles das sind wesentliche Dinge. Und was ich zuerst erwähnt habe, der Terrorismus. Pakistan ist eine der Brutstätten des weltweiten Terrorismus. Und das muss uns allen klar sein. Viele wissen, dass die Taliban ihren Ursprung aus pakistanischen Koranschulen haben, nicht aus Afghanistan wohlgemerkt stammen. Das ist klar, das ist auch richtig. Aber der Einfluss Pakistans in der Welt, der pakistanischen islamistischen Gruppen, ist so massiv, dass sie in ganz Asien, wenn sie dort mit Menschen sich beschäftigen, unterhalten über die Lage, Terrorismus, Entwicklung von friedlichem Zusammenleben von Religionen oder gerade unfriedlichen Entwicklungen, dann stellen sie fest, Pakistan hängt fast immer mit drin. Sie können das in Thailand feststellen, dass pakistanische Ideologen und Terroristen eine Rolle spielen im Süden Thailands. Und sie haben das ganz genauso und sehr stark zum Beispiel im ehemaligen Birma in Myanmar, wo die terroristischen Elemente aus dem Bereich der Bengalen oder jetzt sogenannten Rohingya von Pakistan gesteuert werden, von pakistanischen Terroristen. Das sind Realitäten, die man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Und deswegen sage ich mal, Pakistan, das Schicksal der Christen in Pakistan ist in vielerlei Hinsicht von weltpolitischer Bedeutung.